Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Ihr seht's schon, erledige den Sturmvogel. Jetzt ist es soweit. Das heißt, vorher Heilung auf volle Power. Da hinten ist ein Donnerkiefer. Aber dich haben wir schon besiegt, mein Freund. Dich haben wir schon besiegt. Das nehme ich lieber mit. Schön, dass wir immer näher auf ihn zulaufen. Der freut sich. Der hat uns zum Bespucken gerne. Was ist das laut? Hä? Wollte schon sagen, ich habe gar keinen Knopf mehr zum leiser machen. So. Hä? Das hat gerade voll gebackt. Was war das? Und dann. Achso, noch eine Ankündigung. Und war, ich habe mir ein neues Headset bestellt, weil meins mittlerweile auseinanderfällt. Also ich habe ja schon, glaube ich, in zwei, drei Videos gesagt, dass die linke Seite so mehr oder weniger nur noch hängt. Hört sich scheiße an, ist aber so. Und die Batterie vom DualShock ist gleich leer. Sehr schön. Freuen wir uns. Es gibt nichts Schöneres als eine leere Batterie. Oh, aber das ist gut. Muss da wahr sein. Dann habe ich mir gleich was geholt, wo die Qualität besser ist. Dann haben wir alle was davon, sage ich mal. Mega teuer, so ein anständiges Headset. Ab 100 Euro, wenn nicht sogar mehr. Schon heftig, heftig, heftig. Achso, wir wollten ja erst das Panorama holen, genau. Hätten wir auch gleich machen können. Beim Blümchen sammeln. Schön, dass wir dafür am Donnerkiefer vorbei müssen. Da freue ich mich doch sehr. Das letzte Panorama. Das letzte Mal am Donnerkiefer vorbei. Das werde ich noch brauchen. Hä? Was willst du von mir? Der soll mich am Arsch lecken, sonst gar nichts. Ich möchte nicht spielen mit dir, mein Freund. Nein, nein, nein. Ich bin etwas Besseres. Ich bin der Mann, der die Aussicht genießt. Ja, ja. Los geht's. Da hoch wollen wir irgendwann mal. Hier bei dieser gigantischen Brücke, die sehr solide aussieht. Und ich habe schon das Gefühl, dass Habichte da oben sind. Das wäre geschafft. Ich rieche die Habichte. Ich rieche euch. Lagerfeuer entdeckt. Eben hatten wir hier kein Lagerfeuer, also haben wir jetzt schon wieder eins entdeckt, was wir vorher nicht hatten. Cool. Speichern wir mal ab, auch wenn wir nicht abspeichern müssten, theoretisch. Aber dafür ist natürlich ein Speicherpunkt da, dass man abspeichert, Leute. Sonst hätten die Entwickler was gemacht, was wir nicht benutzen, und das wäre nicht gut. Weil die haben da Arbeit reingesteckt und dann müssen wir das auch so benutzen. War das nicht logisch? Nein? Dann kann ich euch auch nicht weiterhelfen. Hä? Wo geht's jetzt hier weiter? Ich will nur zum Aussichtspunkt. Oh oh. Hoch? Kann man da hoch? Ja. Boah! 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 Mama! Wir werden sterben. Wir werden niemals sterben. Niemals! Wir müssen nochmal neu versuchen. Ich habe diesen einen Punkt nicht erwischt. Wieso? Wieso habe ich diesen Punkt nicht bekommen? Ich finde das nicht fair von Aloy. Sie hätte den
eindeutig kriegen müssen. Ihr habt es alle gesehen. Es lag nicht an mir, es war Aloy. Aloy hat Scheiße gebaut. Aloy ist ein kleines, gemeines Stück. Versuch Nummer 2. Hoch. Oh. Alter! Du versuchst dich aber echt umzubringen, oder Mädchen? Ist ja nicht so, dass ich gerade so schön die Heilung hier geholt habe für uns. Nein, Aloy muss natürlich hier erstmal nochmal runterspringen, dass schon wieder fast ein Balken Heilung weg ist. Ja. Frauen. Frauen hören nie, was man sagt. Machen immer ihr eigenes Ding. So, Versuch Nummer 17,3. Und hoch. Und kann ich da mich überhaupt festhalten? Guck mal, das Ding ist doch kaputt. Ja, irgendwie schon. Darüber? Alter. Das nur für einen Aussichtspunkt. Wächter. Was machen die alle hier oben? Ich sehe noch nicht mal einen Wächter. Da hinten ist tatsächlich irgendwas. Das sind Pirscher. Theoretisch könnten wir die zähmen. Untheoretisch erwische ich sie sowieso nicht. Boah, scheiße. Hä? Warum leuchtet hier alles? Was ist das für ein riesiges Ding? Ich sehe den Pirscher. Pirschi, Pirschi. Die interessieren sich erst gar nicht für mich. Auch nicht. Och, da drüben läuft eine Frau, aber egal. Ihr seht mich, ich weiß es. Hallo. Hallo. Das ist einfach hingefallen. Komm her, Junge. Ich hab gesagt, komm her, nicht schieß mich ab. Du hast da etwas falsch verstanden. Nein! Wo hast du den Wächter? Boah, das sind ja voll die Sniper. Die treffen ja immer. Eine Maschine ist tot. Er muss ja auch noch jetzt dabei sein.
Können wir fast schon erst nochmal zum Händler gehen, nochmal ein bisschen Lücken holen, wenn das so weitergeht. Achso, das ist ja unser. Sind hier jetzt alle tot? Dann kann ich ja mal gucken, was es hier überhaupt jetzt gibt. Kein Platz. Rotaugenwäsche, der interessiert mich nur nicht so. Ich laufe durch das Feuer und keinen interessiert. Das nehme ich für unterwegs mit. So langsam müssten aber alle Alarme ausgelöst haben. Was ist das hier für eine Raketenabsturzparty? Hoffentlich sagt uns das Panorama hierzu was, aber es sind noch 300 Meter. Es wird niemals was dazu sagen. Vielleicht kommen wir in der Quest hier noch hin. Ich meine, das sieht aus wie so ein Weltraumschiff oder sowas. Boah, und jetzt natürlich muss das hier sein. Wir haben schon wieder ein Lagerfeuer entdeckt. Auch nicht auf der Karte gewesen vorher. Alter, noch mehr. Übertreib! Es ist das Gebiet der Maschinen. Eigentlich ein. Hä? Das Gebiet der Maschinen, was für Maschinen? So, unser Stürmer ist gekommen. Der hat uns quasi verraten. Ein Stück. Boah. Alter, übertreiben. Das ist ein Sägezahn. Ich dachte, das wäre Verwüsterli. Wollen wir ein bisschen auf für mich? Ich hätte gerne so ein bisschen was ganz gut gemacht. Ich bin sehr cool. Aua. Nein! Gehen hier alle auf mich drauf, obwohl ich eigentlich die Hälfte davon mittlerweile auf meiner Seite haben müsste und tot. Das ist einfach nur ein Witz. Die ist einfach abgerutscht! Diese blöde Bitch. Ihr habt nichts gehört. Die ist einfach abgerutscht und gestorben. Was ist das denn? Aber gut, dass wir hier eben noch abgespeichert haben. Hä? Hier bin ich hin. Arsch. Führe mich halt in die falsche Richtung. Ach so, hier da oben am Klettern wieder so. Ja, genau. Genau, was vorhin schon so gut geklappt hat. Genau. Ich würde aber am liebsten so ein Verwüster erstmal zähmen. So, der dann auf unserer Seite ist. Und dann weitermachen. Sollte ja zu klappen sein. Aber nur für ein Panoramapunkt hier so. So ein Gang. Ich
kann ich gar nicht glauben. Da muss eigentlich mehr sein. Da muss doch noch eine Hauptstory oder sowas hier kommen. Boah. Und dieser Sprung, der klappt niemals bei Eis. Sascha, Wächter. Was machen die alle hier oben? Schön, dass ihr wieder da seid. Sind die überhaupt da? Zu weit geschossen. Obwohl, da hinten läuft ein Wächter. Was für zu weit geschossen? Es gibt keinen zu weit. Leg mir ein paar Fallchen hier hinein. Die interessieren sich gar nicht dafür, wenn es hier Buh macht. Aber jetzt interessiert er sich für mich. Meine Position ist aufgeflogen. Einer weg. Ich will nicht schon wieder so viele verlieren. Guck mal, hier bin ich doch. Haha. Kirscher, die hat überlebt. Alter, jage ihn. Hä? Der trifft immer. Der trifft ja immer. Danke. Ist ja nur 100 Mal vorbeigeschlagen. Vor allem sind ja noch schöne Stellen. Au! Da ist ein Rotauge, der trifft nicht immer. Sehr hilfreich. Man sollte wissen, wann man tot sich zu stellen hat. Jetzt hätte die Strömung nicht so mitreißen müssen. Toll, dann dauert jetzt die Folge hier 1000 Jahre, nur um diesen blöden Panoramapunkt zu holen. Nicht normal. Ich dachte nicht, dass wir eindeutig mehr hinbekommen, diese Folge. Aber was soll ich machen? Ich würde gerne bei dem Lagerfeuer abspeichern, dass ich nicht wieder das machen muss. Ich weiß natürlich gerade noch nicht, wo das Lagerfeuer ist. Es ist das Gebiet der Maschinen. Aber in was dringe ich eigentlich ein? In dein mich anzugucken. Schnee und Nebel. Weiß wie Knochen. Oh.
gefällt mir. Die zwei killen sich jetzt gegenseitig. Das wäre so mal das Idealziel, was ich hätte. Dann hätte ich noch gerne den Verwüsterli. Den bekomme ich allerdings nicht. Einer von den Vögeln ist aber tot. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Es waren aber zwei Verwüster. Gibt es hier wirklich kein einziges Gras? Ich will Gras. Gras, Gras, Gras. Rot auf. Aber was ist das hier? Ist das eine Basis? Ist das eine riesige Maschine? Ich hätte den Sprungfall nicht gelegt ausgesehen. Egal. Okay, dann halt noch eine. Jawohl, der gehört auch uns. Optimal wäre jetzt natürlich, am Ende ist noch ein Vogel da. Der ist vereist, mach ihn jetzt tot. Er ist nicht auf unserer Seite, also töte ihn. Der Vogel ist doch schon mehr tot als lebendig. Okay, Aloy. Und jetzt? Hä? Kenne mich nicht. Was war das? Erleide dich, erlöse dich, erleide dich. Erleide dich. Au. Bleib doch mal stehen. Wir rennen jetzt einfach durch. Natürlich in die falsche Richtung. Wir wollten nur die Blumen. Wenn einer fragt, wir wollten nur die Blumen. Das ist zu nervig. Schock, schwere Nummer. Ist natürlich jetzt geil zu klettern, mein Ernst, auch ja. Warum denn nicht, Aloy? Eleonore, bitte. Aua. Tust du mir nix, tue ich dir nicht. Alter. Schick das Opfer doch mal weg.
Hier ist nix. Nein! Nein! Arschlich. Du Arschkrampe. Das ist keine Aussicht, das ist ein Vogel. Ich hab das Gefühl, ich bin auf einem Ort, an dem ich nicht sein sollte. Das hab ich gerade auch. Ich wollte nur eine Aussicht. Ich wollte nur ein Foto wohl von hier oben machen. Eine kleine Aussicht genießen. Kommst du mal runter? Alter, da müssen wir ja jetzt drei Vögel besiegen. Dann nochmal den Vogel besiegen, oder was? Wie unfair ist das denn? Ich hasse das Spiel. Aua! Der war doch nicht einmal unten, der schießt die ganze Zeit einfach nur wie so ein Bekloppter. Jetzt ist er mal unten. Halt down. Aua! Kleiner Kacke auf den Weg. Noch ein kleiner Kacke auf den Weg. Stärkungstrank nehmen. Aua! Lass mich doch erstmal mein Ding! Lass mich doch erstmal meine Fallen hier hinstellen! Alter, ich habe mit dem Vogel überhaupt nicht gerechnet. Wir wollten Vögelchen herausfordern. Jetzt müssen wir. Ja, wir versuchen das doch einmal, wenn nicht, machen wir es im nächsten Fall. Wäre natürlich schön, wenn das der Vogel wäre von drüben. Ist er aber nicht. Ich kenne doch das Spiel. Es verlangt, dass wir ihn nochmal besiegen. Ich wäre auch dankbar, wenn du mal zu mir runterkommst. Da ist mir noch ein Fleck. Alter! Kann man eigentlich auch so einen Donnerkeeper mal zu sich rufen? Radius. Also der ist stärker wie der da unten. Alter! Obwohl, der hat glaube ich nicht so viel Verteidigung. Aber wie heftig dieser Kampf. Und der Kleine hier kann nichts machen, weil er keinen Geschütz hat. Wo ist er? Huch. Dann heißt zum Händler neue Lohen holen, da müssen wir wahrscheinlich nochmal gegen so einen kämpfen im nächsten Tag. Freue ich mich drauf. Lauf mal hier durch, bitte.
klauen. Komm Junge, jetzt hier durchfliegen und sterben einfach. Au! Jetzt bloß nicht mehr sterben, das wäre so bitter. Das wäre so bitter. Das ist zu weit abseits, das wird uns nichts bringen. Wir müssen ihn versuchen, hier hinzulocken. Jetzt! Einmal noch runterkommen, ich glaube, dann verreckt er. Einmal hier rein, dann verreckt er. Jetzt! Jawohl! Eine Maschine wie diese so weit hier oben. Sollte die mich von irgendetwas abhalten? Ich hoffe, es gibt nur die eine. Stell ich mal vor. 2, 3 von denen. Alter! Will ich das Spiel ausmachen? Instant ausmachen! Toll, unsere ganzen Fallen. Wir hätten gar nicht so viele gebraucht. Schön wieder Munition verschlemmt. Verschlampt. Schön, dass wir natürlich... Hä? Wo ist der Aussichtspunkt? Stürmer. Schnee. Christine. Hier draußen wird es nicht wärmer. Was soll der Aussichtspunkt sein? Hä? Der ist doch niemals hier oben. Vorsicht da unten! Vorsicht da unten! Ist er aus dem Abseil? Nee, gell? Der muss ja hier sein. 52 Meter angeblich. Da oben ist ein Seil, da oben ist er. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Da geht's hoch. Und wir müssen noch einen Sturmvogel besiegen. Ich krieg's kotzen. Leute, die sind so schwer. Und dann musst du 10.000 Millionen mal besiegen. Bist froh, wenn du einmal besiegst. Und musst natürlich immer wieder und immer wieder besiegen. Aber wir wollen's ja machen. Ich meine, wir haben jetzt zweimal besiegt. Warum sollten wir jetzt beim dritten Mal es nicht schaffen? Trophäe erhalten, alle Panoramen gefunden. Hier habe ich herausgefunden, wie die Welt untergeht. Meine zweite Apokalypse in einem Jahr. Sieht aus, als wird hier gerade einiges gebaut. Warum das denn? Ja. Damit haben wir alle Panoramen. Wir haben alle Sammelobjekte gefunden. Wirklich alle. Datenpunkte fehlen uns noch einige. Ist aber auch egal. Fortschritt. Wir haben 80,97% insgesamt vom Spiel. Das heißt, uns fehlen ja nur noch diese Datenpunkte und die Jäger-Dingstens. Die brauchen wir ja, die wollen wir nicht. Statistiken. Gut, 227 Wächter zerstört. Also wir haben jetzt alles mindestens einmal zerstört. Wildtiere
30 Mal ein Wildschwein getötet. Alle, oh, die haben Wildschweine. Gespielte Zeit 64 Stunden, muss man aber eine Zeit dazu ziehen, wo ich einfach laufen lassen habe. Seltene Objekte 109, entzündete Lagerfeuer 148, Trainingsattrappen 3. Brauchen wir nicht. Maschine überbrückt 95. Cool. Man sieht natürlich Sturmvogel 2. Die haben wir noch nicht so oft. Also wir haben auch noch einmal jetzt vor uns. Erledigen Sturmvogel. Links wird es schon angezeigt. Ich krieg's kotzen, Leute. Ich krieg's kotzen. Wir müssen den nochmal besiegen. Wir gehen hier unten, weil da ein Händler ist. Wir müssen eh einkaufen. Und müssen eh nochmal Blumen sammeln. Dann machen wir den vor dem großen Finalmarathon. Ich verspreche es euch, wir haben jetzt alles gesammelt, was wir sammeln können. Jetzt geht es darum, einmal noch den Sturmvogel zu besiegen. Und dann gehen wir gucken, was war das Zero Dawn? Was war Zero Dawn? Darauf bin ich mega gespannt. Ich weiß es selbst nicht, ich will mich nicht spoilern lassen. Aber was war wirklich Zero Dawn? Wir wissen, die Menschheit ist in den letzten Krieg gezogen. Es wurden alle Menschen, die sozusagen Waffen in die Hand nehmen können, in den Krieg gezogen, in der Hoffnung, dass sie den Krieg abwenden können, beziehungsweise gewinnen können. Ist natürlich eine schlechte Idee, wenn ich einen Bauer oder irgendjemand, der noch nie ein Schwert in der Hand hat, ein Schwert in die Hand drückt, stirbt er. Wird es weitere Angriffe geben? Aber ich bin gespannt. Weil das war ein Megakrieg. Es kam ja, wir haben ja rausgefunden gehabt, die Menschheit hat zwar immer wieder die Maschinen besiegt, aber die Maschinen wurden immer schlauer, immer schlauer. Nach jeder Niederlage wurden sie immer schlauer, besser und mehr. Das heißt, die Menschheit konnte nur verlieren mit der Zeit. Irgendwann verlierst du diesen Kampf. Und es gab aber dieses Zero Dawn, das es irgendwie aufgehalten hat. Und ich bin tierisch gespannt, was dieses Zero Dawn war. So, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ungefähr eine halbe Stunde. Ich esse jetzt was. Bis dann. Ciao.